Hallo, herzlich willkommen. Die meisten analogen Fotografen arbeiten mit Sohn-Kameras, mit so einen kleinen Bildkameras. Super Technik, unverwüstlich, kann ich empfehlen, mache ich selber auch sehr viel. Aber wenn man sich mal mit Mittelformatkameras beschäftigen will und will mal eine andere Breite von einem Film probieren, dann müsste man gleich irgendwie 500 oder 1000 Euro mehr ausgeben und man weiß gar nicht, ob das was für einen ist. Und da gibt es eine Lösung, die für jeden Schüler oder für jeden, der irgendwie gar nicht Kameras sammelt oder irgendwie super Technik begeistert ist, möglich ist. Und zwar diese Art von Kameras. Ungefähr 20 Euro bei eBay, kriegt man aber auf dem Flohmarkt manchmal für einen Zehner. Sie wurden so häufig produziert, dass es eigentlich zu viele auf der Welt davon gibt. Und mittlerweile kostet der Film dafür einen Zehner und die Kamera genauso viel. Das war schon bei der Herstellung so. Diese Kameras wurden eigentlich extra billig hergestellt, damit die Leute Filme kaufen, damit auch Hobbyfotografen mal sich eine Kamera zulegen. Und man hat die teilweise bekommen, wenn man irgendwie Schuhcreme gekauft hat. Und nachdem man irgendwie 5 Packungen Schuhcreme gekauft hat, hatte man irgendwelche Coupons und dann konnte man sich so eine Kamera dann einlösen, bekommen irgendwie. Ich habe zig von diesen Teilen. Ich mag dieses Format. Irgendwie finde ich das so kameraboxig. Nicht nur von Agfa, sondern von vielen anderen Firmen. Kodak gibt es das auch. Ja, ich zeige das mal hier so ein bisschen so. Hinten geht's auf. Vorne ist der Auslöser. Man muss dieses Schräubchen hier hochziehen und dann kann man diesen Teil rausnehmen. Und da den Film einlegen. Ja. Und ich baue mir die manchmal um, indem ich diese Linse rausmache und da eine Lochblende reinmache. Oder hier habe ich die Linse rausgenommen und habe beim Optiker eine andere reinsetzen lassen, die eine andere Brennweite hat, sodass man sie auch als Porträtkamera verwenden kann. Sie sind so geeignet für 5 bis 20 Meter, da ist irgendwie was scharf in der Mitte. Aber eigentlich geht es nicht darum, scharf zu fotografieren, sondern irgendwie Spaß zu haben und vielleicht so ein paar Erinnerungen festzuhalten. Darum ging es früher, aber es ist eine ideale Kamera, um rum zu experimentieren und um mal was auszuprobieren und mal seinen ersten Mittelformatfilm zu machen. Bei manchen Kameras kann man auch hier noch so ein Plättchen rausziehen. Da sind verschiedene Blenden oder Filter da. Und was ich sehr gut finde, man kann auch auf beliebig stellen hier und dann ist richtig lange die Belichtung offen. Das heißt, man kann auch Nachtaufnahmen machen. Man hat nicht nur diese ungefähr 60stel, die voreingestellt ist. Und man kann auch einen Drahtauslöser reinmachen. Das ist bei vielen Kameras. Bei der kann man sogar einen Blitz anschließen. Sie ist von der Schärfe her vielleicht wie so eine Polaroid oder wie so eine Wegwerfkamera, aber sie bietet viel mehr Möglichkeiten und es macht Spaß. Ja. Falls jemand keine so eine Kamera hat, ich empfehle bei eBay zu gucken, wenn einer eine loswerden will, zu Hause zu viel rumliegen hat, schreibt in die Kommentare runter, hey, wer will eine haben, dann kann der andere drunter schreiben, ich, und dann schickt euch die gegenseitig zu. Es liegen wirklich zu viele von diesen Kameras ungenutzt rum und ich finde, da sollte jeder, der sich mit analoger Fotografie beschäftigt, mal einen Film einlegen und den entwickeln, weil das ist irgendwie toll. Das ist irgendwie Fotografie vom Feinsten, finde ich. Viel Spaß beim Experimentieren und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Wenn ihr so eine Kamera bekommt, dann guckt ihr, ob ein Film drin ist. Und ich wollte euch das hier demonstrieren und habe bei einer anderen Kamera gedacht, ja, die habe ich ja auch noch. Und dann habe ich festgestellt, hier ist ein Film drin. Wie kriegt man das raus? Viele haben auf der Rückseite ein kleines Loch. Und da ist so eine rote Folie drüber oder irgendwie ist es so, manchmal kann man es auch aufmachen. Und mit einer Taschenlampe oder von dem Handy, wenn man da rein leuchtet, sieht man, ob dahinter Papier ist oder nicht. Wenn dieses Loch nicht da ist oder ihr nichts erkennt, kriegt man es auch raus, indem man an diesem Rädchen
dreht, da spürt man, dass ein Widerstand ist. Wenn kein Film drin ist, dann kann man dieses Rädchen relativ easy drehen, dann spürt man, dass da nichts drin passiert. Dann, wenn ihr seht, da ist ein Film drin, dann sieht man hinten, eigentlich ist dieses Loch dafür da, um zu zeigen, wie viele Aufnahmen man schon gemacht hat. Und man spult weiter und dann kommt die nächste Zahl, dann macht ihr den Film voll und bringt ihn dann zum Entwickeln, weil dann habt ihr entweder von Opa oder von irgendjemand, der den vorher hatte, die Kamera, da noch einen Film drin. Und Schwarz-Weiß-Filme können auch nach 40, 50 Jahren noch belichtet werden und manchmal zeigen sie sogar auch was. Die ist nur so zum Anschauen, den Film werde ich voll machen. Ich erinnere mich nicht mehr, ob ich den überhaupt eingelegt habe. Und die legen wir zur Seite. Hier, das ist der häufigst vorkommendste Typ. Und damit man den Film rausnehmen kann, dreht man so lange, belichtet so lange den Film, bis es ganz leicht geht. Dann macht man hinten den Deckel auf. Dafür muss man manchmal hier so ein bisschen zusammendrücken. Und damit man es dann rausholen kann, muss man dieses Aufziehding rausziehen. Und dann kann man das gesamte Ding rausholen. Der Film wäre dann hier drinne. So. Hier ist keiner drinne, aber da wäre er. Und hier wäre noch eine Spule, wo der Film weggerollt wurde. Da hätten wir ihn eingelegt. Wenn man die Kamera kauft oder irgendwie geschenkt bekommt und man hat diese Spule nicht, hat man eigentlich ein Problem. Dann müsst ihr in den Fotoladen gehen, wo ihr die Filme kauft und darum bitten, so eine Spule zu kriegen. Das ist ein Abfallprodukt, das bleibt immer übrig. Aber falls ihr keinen dieser Rollen habt, könnt ihr den Film nicht einlegen, weil das funktioniert folgendermaßen. An einer Seite ist ein größeres Loch, weil nämlich dort dann dieses Rädchen reinkommt. Das heißt, da wird der Film eingelegt. Ich habe hier so einen Film besorgt. Ja, auf der Unterseite so. Hier steht unexposed, das heißt, er ist noch nicht belichtet. Wenn ihr einen Film irgendwo findet, achtet darauf, wenn exposed drauf steht, dann dürft ihr den natürlich nicht einlegen. Dann wird der hier so rumgeführt. Und in dieser Plasterrolle hier, die könnte man auch vorher rausnehmen, ist ein Schlitz und da kommt das rein. So. Genau, aber ich habe ja hier eine drinne und kann die vorher rausnehmen. Ist wahrscheinlich günstiger. So, das ist erstmal nur Papier. Hier ist kein Film, der kommt erst später. Ich lege das hier rein, ziehe das nach draußen, damit es da reingemacht werden kann. Geil, Vorführeffekt. Funktioniert nicht? Doch, jetzt funktioniert es. Dann drehe ich das so und dann merke ich, dass es funktioniert. Es ist immer noch Papier. Jetzt fängt es so langsam an. Dann mache ich den Deckel zu hinten.
Und dann sehe ich hier, wann irgendwann das erste Bild anfängt. Bei manchen Filmen sieht man das sehr gut, bei manchen total schlecht. Genau. Bei den Rollei-Filmen sehe ich es total schlecht. Hier steht jetzt eine Zahl. Bei den Ilford-Filmen sieht man es sehr gut. Und dann, das war im Prinzip das Aufziehen, löst man hier aus. Ich könnte jetzt ein Bild machen, aber ich wollte euch vorher noch was anderes zeigen. Ich habe mit einem Schraubenzieher hier ein bisschen die Vorderseite mal aufgeknackt. Der Auslösemechanismus funktioniert bei beliebig so. Auf kurze Belichtungszeit, das ist ungefähr ein 60stel oder ein 30stel, dann funktioniert er so. Wenn wir auf beliebig gehen und so machen, manche Kameras haben dann noch eine zweite Blende oder wie die hier ein Gelbfilter. Ich benutze die offenste Blende, finde ich irgendwie am coolsten. Dieser Raum ist für die Spiegel. Man sieht eigentlich ja gar nicht, was man fotografiert und deshalb gibt es hier so ein paar Möglichkeiten an der Seite reinzugucken und wie so ein Prisma hat man dann hier so einen Spiegel und um zu sehen, was man fotografiert, guckt man hier rein und dann sieht man, was die Kamera fotografiert. Das funktioniert meiner Meinung nach nicht so richtig. Das hat eigentlich keinen Sinn mit den Spiegeln. Ich bin damit irgendwie nicht zurechtgekommen. Ich fotografiere einfach aus der Hüfte heraus und gucke, ob dann irgendwas zu sehen ist. Ja. Dieses Aufmachen des Vorderteils, oder hier seht ihr ja schon, es ist anders als bei der. Das funktioniert nicht bei allen Kameras. Ich würde empfehlen, erstmal einen Film reinzulegen und einen Film durchzumachen, bevor ihr euch die Kamera zerschrotet oder vielleicht zwei gleiche zu haben. Damit ihr euch nicht ärgert, wenn ihr euch die Kamera kaputt gemacht habt. Sie sind erstaunlich lichtdicht. Das heißt, wenn sie mal irgendwo in einem Koffer war und zerdellt wurde, kommt hier hinten ein bisschen Licht rein. Oder auch vorne oder an den Rändern oder wenn hier irgendwie eine Naht kaputt ist, hier sehe ich auch eine Delle. Das ist aber viel seltener als bei anderen Kameras. Es gibt eigentlich kaum Dichtungsprobleme und ja, man kann meistens sofort loslegen. Und das Schöne ist auch, es hat ein Stativgewinde, so dass man es auf ein Stativ machen kann und dann mit einem Drahtauslöser hier auslösen kann. Oder man nimmt es irgendwo mal mit hin, stellt es auf den Tresen, legt die Hand drauf, macht dann eine lange Belichtungszeit. Spaß. Die Regel Sonne lacht, Blende 8 ist ja so eine Fotoweisheit irgendwie. Die funktioniert bei einem 100er Film ungefähr ganz gut. Das heißt, wenn ihr draußen seid und Sonne scheint und es ist ein heller Tag, dann könnt ihr mit dieser 60stel, die da eingestellt ist und mit der Voreinstellung gute Bilder machen mit der kurzen Zeit. Im dunklen Innenraum oder so muss man unbedingt lange Belichtungszeiten machen. Und ich würde an eurer Stelle eine andere Kamera mitnehmen, gucken, was der Belichtungsmesser sagt, ein Bild damit machen und dann seht ihr, das hat mir der Belichtungsmesser von meiner kleinen analogen Kleinbildkamera gesagt oder mit meiner digitalen. Das kam dann raus und dann seht ihr, passt es oder nicht. Und bei der nächsten Situation könnt ihr wieder messen mit der analog, mit der funktionierenden Kamera, mit der Belichtungsmessungskamera und mit der fotografieren. So kommt man zu guten Ergebnissen. Ich mache es nicht. Ich fotografiere einfach nach Gefühl wild drauf los, wie mit so einer Quicksnap und merke mir dann irgendwie, wie das Licht war und habe dann so ein Feeling irgendwann. Und sie wiegt fast nichts, man kann die auch gut mit in Urlaub nehmen, wie so eine Holga. Und wenn sie dann doch mal kaputt gegangen ist, ist es schade um die Bilder. Aber die Kamera ist eigentlich schnell zu ersetzen. Und ich finde sie unheimlich stylisch, wenn ihr mal jemanden ein Geschenk machen wollt.
so eine Kamera und einen Film dazu, da habt ihr ein Geschenk für unter 40 €. Und Leute, die sich mit analoger Fotografie beschäftigen, freuen sich ein Bein raus. Und es macht einfach Spaß, und eine kleine Sammlung anzulegen. Ich finde die auch unheimlich schick, und man kann viel lernen über, wie eigentlich eine Kamera funktioniert. Viel Spaß beim Ausprobieren. Und diese immer schön aufheben, weil der nächste, der sie benutzt, braucht eine dieser Spulen schon drinne. Die andere ist ja hier drinne. Und jetzt zeige ich euch noch ein paar Bilder, die ich mit der Kamera und diesem Film gemacht habe. Viel Spaß!